Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ein Wilhelles. Da ist es nämlich. Original aus Bayern. So sieht das Ganze dann aus. Haha. Ja, schön mit bayerischer Fahne. Was haben wir da drin? 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz und Topfen und 11,7% Stammwürze haben wir da drin. Handwerklich gebraut aus Bayern. Ja, 100% haben sie auch noch mal angegeben. Ja, helles Gerstenmalz, glänzende, kalte Vergärung. Also da steht einiges an Informationen drauf. Ja, Freunde, machen wir gar nicht lange rum. Ich habe auf jeden Fall Bier duscht. Hier oben die Kapsel, sehr elegant. Sieht so aus. Na, das ist doch schon mal recht schick, oder? Wow. So, ich mach mal auf hier. Mal sehen, was wir da Schönes haben. Oh, das läuft schon mal sehr geschmeidig da rein. Oh, auch eine schöne Farbe. So. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen, Freunde. Schaut mal. Wow, oder? Also das ist doch auch mal wieder richtig schön. Helleres Getreidegold. Da erkennt man auch schon schön die Perlange. Ja, die ist schön, so wo ich sage, steigt gleichmäßig auf. Von der Blume her, naja, ich war jetzt nicht ganz so ruppig, aber 1 bis 2 Finger sollten wir da rausbekommen. Ne, guck mal, kann man schön erkennen. Bleibt auch schön an der Glaswand haften. Und ja, das sieht sogar erstaunlich saftig aus. Ja, also, doch, wenn das da so steht, ich stelle mir das gerade so auch ein bisschen im Willi-Becher vor. Also ich glaube, da könnte man mir auf jeden Fall Bierdurst machen, aber das habe ich ja eh immer. Was wollen wir geben, Freunde? Ich finde es soweit okay. Ich gebe 4 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Passt soweit. Anschnuppern jetzt. So, dann mal gucken. Ja. Lieblich würzig getreidig. So in diese Richtung geht das rein vom Bouquet her. Ist jetzt doch wahrnehmbar, aber es hüpft einen jetzt nicht unbedingt an. Ne? Das ist so. Du nimmst schon was wahr. Wie gesagt, so lieblich würzig getreidig. In diese Richtung geht das rein. Malzkörper. Ja, ganz klar. Bisschen auch so. Ne? Passt auf jeden Fall, finde ich gut, riecht lecker. Und nun, genau, der Geschmackstest. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, sehr spritzig. Ja. Oh, das ist so ein. Oh, da nehme ich nochmal noch einen zweiten. Ja. Fangen wir mal an. Also, Attribute. Gemütlich oder dynamisch? Ganz klar dynamisch. Das ist ein Bier, klassischer Durstlöscher. Das ziehst du so weg, zack, weg ist es. Und mega erfrischend. Heißt, es ist schön sprudelig. Das ist richtig schön spritzig auch, ja, so wie man sich das im Sommer vorstellt. Jetzt erwartet ihr bestimmt, oh, da bist du flott, dann sagst du bestimmt auch wieder so was Langweiliges, ne? Weil so richtig so die Euphorie bleibt ja jetzt so schon mal aus, ne? So wie wir beim Schönrama hatten oder so. Das habt ihr beides recht. Aber trotzdem, es ist ein Bier, ein helles, was natürlich ganz klar dynamisch ist, ne? So ein typisches Erfrischungsbier, so ein schönes, leichtes halt, so wie die Bayern das halt mögen. Aber du hast trotzdem Aromaspitzen drin und das ist natürlich dann schon mal ein Pluspunkt bei mir. So, und ich finde, es ist so ein, für mich jetzt subjektiv, ich finde, es ist so, wenn es um diesen Zwischenweg geht, zwischen den völlig belanglosen, verwässerten Bayerisch Hell, so wie wir sie kennen, Mönchshof sage ich da nur, ne, um Gottes Willen,
Ja, und viele, viele andere Kandidaten. Oder auf der anderen Seite die absoluten leckeren Aromabomben, wie das Citra Helles oder das Schönrama, das Allgäuer, ja, wo wir aufsehen, Weihenstephaner Original, diese ganzen Aromabomben halt. Ja, Fürst Karl Urhell können wir auch noch mitnehmen, ist auch noch Aromabombe. Und dieses hier ist genau dazwischen. Das ist so, wenn man jetzt so sagt, naja, ich will jetzt nicht ganz Wasser haben, ich will aber auch nicht total die Aromabombe haben, dann bewege ich mich in der Mitte und dann kann ich hier dieses Villebräu Helles hier einfach mal dann da so ranziehen. Und dann hast du so einen geradlinigen Weg. Und das ist dann halt so ein Bier, wo du halt wirklich zum Mittagessen trinken kannst. So zur Brotzeit stelle ich mir wunderbar vor. Ja, wenn da so schön so gerade was Schönes ist oder so, dann willst du das als Begleitung. Da brauchst du nicht viel anpassen, das Bier passt dich ohne weiteres an. Feierabendbier würde auch funktionieren. Wegbier würde funktionieren. Irgendwo als, ja, wenn du gerade zu Besuch gehst, Verwandtschaft oder so, Familie, Gartenparty, selbst Baggersee würde das funktionieren. Das ist so ein typischer Kandidat, der braucht auch nicht die krasse Konzentration. Du musst es nicht ewig lang auf der Zunge behalten und auf die Jagd gehen nach irgendwelchen Aromaspitzen. Du musst da nicht irgendwie aufpassen, dass du zu doll schüttelst oder in der Sonne oder in der Kälte trinkst. Das würde das ganze Jahr über funktionieren. Das heißt, Textur und Rezeptur sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut ausbalanciert, sehr, sehr gut angepasst und eingebunden, sodass man hier ein alltägliches Helles hat, wenn man diesen Bierstil mag. Und man auch nicht gänzlich auf Aromaspitzen verzichten will, dann ist das hier genau das Richtige. Linear, ehrlich, aromatisch, lecker. Das kann man trinken. Das ist kein hedonistischer Hochgenuss, aber das ist ein absolutes Alltagsbier. Ja, und so möchte ich es auch bewerten. Villebräu ist das. Villebräu. Helles. Schade, dass wir keine Zwischenschritte haben. Ach komm, ich habe heute einen guten Tag. 5 von 5, Schrägstrich 6 möglichen Punkten. Eigentlich 4,5, aber heute einen guten Tag. Heute waren wir 5 draußen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ach, ist ja heute Wochenende. Ich weiß gar nicht, wann das Video hier rauskommt, aber heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Wochenende. Ich freue mich drauf, Bier trinken zu können noch. Und ja, ich trinke das jetzt noch aus. Ja, ihr Lieben, zum Wohle. Bis dahin, ciao, der Biersüffler.